Also fehlen jetzt noch die beiden anderen Gänge. Das heißt, wir müssen hier auch hoch, zurück zu dem Hauptraum, wo wir den Baal und seine toten Templer gefunden haben. Hier sind die toten Templer und noch ein paar Waffen, die wir mitnehmen können. Denn wir wissen ja nicht, wie teuer die mittelschwere bzw. schwere Söldnerrüstung würden. Also, da waren wir gerade drin. Da müssen wir noch rein und da auch. Also gibt drei Gänge. Im rechten waren wir. Schauen wir uns doch mal den mittleren an. Da ist schon mal ein Loch im Boden. Und da liegen tote Orks. Waren wir da schon? Ein paar Heiltränke kann man immer gebrauchen. Mehr Orkwaffen. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja, wir sind dabei zu suchen. Eine Stahlzunge. Oh, was ist das denn für ein Schwert? Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Das hilft uns jetzt also nicht wirklich weiter. Na gut, schauen wir uns das Schwert mal an, was wir gefunden haben. Wo ist unser Steinbrecher 37? Wir hatten hier oben aber noch eins. Ja, das ist besser. Ein rostiges Bastardschwert. Und es ist auch wesentlich länger. Das heißt, wir können die Gegner angreifen, bevor sie an uns rankommen. Das ist immer praktisch. Oh, nicht in das Loch fallen. Obwohl, vielleicht müssen wir in das Loch, weil hier ist nichts mehr. Aber nee, nee. Keine Möglichkeit zu haben, zurückzugehen, ist nicht gerade das Beste, wenn man umringt ist von Orks. Also schauen wir in den rechten Gang rein. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Also, sobald wir an eine Stelle kommen, wo wir nicht weiterkommen können, versuchen wir einfach die Rolle zu benutzen, oder wie? Ah, sehr, sehr dubios. Na gut, erstmal einen Happen zu essen und dann gucken wir uns den letzten Gang mal an. Und wenn da nichts ist, müssen wir durch dieses Loch darunter, wo auch immer das hinführt. Aber es führt schon mal zu einem toten Ork, das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht haben sich ein paar Templer bis dahin durchgeschlagen. Da ist ein Ork. Da ist noch ein Ork. Und noch ein Ork. Fackel weg. Da ist noch ein Ork. Oh, es sind vier, fünf. Viele. Viele, viele Orks. Und die sehen auch ein bisschen garstiger aus als diese Speer am Anfang. Oh, da ist noch ein Sechster. Nee, 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 nee. Hier kommen wir nicht weiter. Gut, Schwert weg. Taktischer Rückzug. Ja, da werden wir kurz zurück ins neue Lager müssen. Mit etwas Hoffnung auf die mittelschwere Rüstung. Wenn nicht sogar die schwere. Denn ein, zwei Speer schaffen wir. Fünf, sechs von diesen größeren Orks bestimmt nicht. Können wir ja noch irgendwas machen, bevor wir gehen? Wir können auch ein paar Sachen mitnehmen zu verkaufen. Aber sonst waren ja nur die drei Gänge, wo wir jetzt in allen dreien drin waren. Okay, das Loch gibt's noch. Aber wir springen in kein Loch rein, wo wir nicht wissen, wie wir wieder rauskommen. Also muss der Baal hier kurz warten.
die Orks zurückhalten, wenn er dann wieder kämpfen sollte. Und wir holen uns so lange eine neue Rüstung. Und eventuell können wir noch ein bisschen was an Training abstauben, denn wir haben 40 Lernpunkte über. Also ja, ab zurück ins neue Lager. Und vielleicht reichen die Informationen, die wir bisher gesammelt haben, ja schon für so einen ersten Bericht. Denn wir haben jede Menge Aufgaben im Sumpflager erledigt und auch recht viel Informationen gesammelt. Was auch immer man genau von der Anrufung jetzt halten mag. Denn es kann ja auch einfach nur ein Illusionszauber gewesen sein. Ja, das ist immer so die Sache mit der Magie. Man weiß nicht, ob das wirklich Magie ist oder irgendwas Göttliches. Oder beides. War hier noch ein Weg? Ne, hier waren nur diese komischen Zellen mit den Toten drin. Geht's da hoch? Nee, da kommt man wohl nur an die höheren Grabstellenden ran. Aber wir wollen nicht unbedingt alte Orgleichen plündern. So nötig haben wir es da noch nicht. Also, raus hier. Und dann mal schauen, ob es im neuen Lager was Neues für uns zu tun gibt, vielleicht auch noch. Aber wir brauchen anscheinend wirklich ein wenig mehr Erfahrungspunkte, um da weiterzukommen. Wir haben uns wohl ein wenig zu viel zugemutet. So, du hast nichts mehr. Aber wir haben trotzdem gut was geschafft. So viele Orks, wie wir jetzt getötet haben, das ist schon eine Leistung. Wenn man bedenkt, dass ein ganzer Trupp Templer nicht so weit gekommen ist wie wir. Oh, darauf können wir stolz sein. Jetzt holen wir uns noch eine schwerere Rüstung und vielleicht sogar noch ein besseres Schwert. Wenn die im neuen Lager auch eine neue Waffenlieferung bekommen haben. Und dann dürfen wir das schaffen. Dann trainieren wir noch bei Lee ein bisschen unseren Schwertarm, also die Stärke. Und dann können wir da weiter gucken. So, wir sind jetzt... Da ist das Sumpflager. Da ist das alte Lager. Oh, haben wir einen guten Marsch vor uns. Aber wir können ja gucken, ob wir unterwegs noch irgendwas finden, was wir erledigen können. Hier waren die schwarzen Goblins. Aber da wird so schnell keine neue Rasse eingezogen sein. Also weder Goblins noch Orks. Das dauert ja ein bisschen. Wir waren ja erst vor einem Tag da und haben die Goblins getötet. Ja. Hier im Wald ist auch noch dieses große haarige Ding. Nachdem wir im neuen Lager waren, können wir da vielleicht mal vorbeischauen. Obwohl das sogar garstiger aussieht als diese Ohrkrieger. Aber da müssen wir dann schauen. So, hier ist die runtergekommene Hütte. Dann ist da vorne gleich das alte Lager. Das heißt, wir müssen einfach links an der Wand lang, oder? Ja. Wo wir schon mal hier sind. Ganz kurz können wir auch hier den Spiedmar anhauen, ob er was Neues hat. Wenn er uns denn was verkauft. Wir sind ja schließlich inzwischen Söldner. Na Jungs, alles klar. Ja, die gucken einem auch schon ganz dubios an. Was will denn einer aus dem neuen Lager hier? Ah, genau. Fisk und Dexter können wir beide mal anschnacken, was die so haben. Der Schmied wäre ja eigentlich in einer anderen Richtung gewesen, wenn ich mich irre. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Er hat nicht wirklich was Neues. Außer jede Menge Heiltränke. Die brauchen wir nicht unbedingt. Und was ist mit Fisk? Fisk kann schlafen. Das ist natürlich ärgerlich. Dann wird der Schmied auch noch schlafen. Aber eigentlich müsste es doch relativ früh am Morgen sein. Sieht schon so einen leichten Schimmer von der Sonne. Ah, und da kommen die Ersten aus ihren Hütten raus.
Jetzt könnten wir hoffen, dass Fist ein Frühaufsteher ist. Ja, komm. Sonst klopfen wir da so lange die Tür, bis er rauskommt. Oh, oder wir könnten uns Dustys Hütte schnappen. Die müsste ja eigentlich frei sein. Dusty war hier vorne irgendwo. Hey, du! Das war offensichtlich nicht seine Hütte. Die hier auch nicht. Die auch nicht. Warum regt der Butler sich auf, wenn ich in die Hütte reingehe? Naja, wir legen uns trotzdem einfach hin. Er kann ja ruhig mal versuchen, uns hier rauszuzerren. So, jetzt aber. Fisk, wo bist du? Da. Hast du wenigstens was Neues? Zeig mir deine Ware. Wow. Er hat ganz, ganz viel Erz. Das sieht man auch immer gerne. Also, wir haben schwarze Weiser zu verkaufen. Wir haben eine Menge Sumpfkraut zu verkaufen und grüne Novizen. Das ist alles von den Templern, die wir geplündert haben. Ja, ja. Noch ein paar Trophäen, die können auch alle weg. Und Traumruf, da können auch fast alle weg. Und jede Menge Orkwaffen, wenn er die dann haben will. Oha, scheinbar kauft er die auf. Gut, gut. Dann werden wir mal jede Menge Orkwaffen bei ihm los. Ja, es hat sich doch schon ein bisschen was angesammelt. So, die Spitzhacke behalten wir diesmal, falls wir wieder Kakerlaken töten müssen. Und einen Bogen zu haben ist auch nicht schlecht. Wir haben noch eine Banditenrüstung, aber das wäre jetzt schon zu viel Erz, oder? Ja. Na gut, dann nehmen wir ein, zwei Waffen zurück und dann passt das. Am besten ein, zwei teure Waffen. Oh, das war schon wieder... So, dich und dich und das muss reichen. So, dann haben wir 6000 Erz. So teuer kann die Rüstung gar nicht sein. So, 1930. Zeig mir deine Ware. Aber bisher hatten wir nur auf das Erz geschielt. Wer hätte noch irgendwas anderes, was wir gebrauchen können? Dietriche, Fleisch. Nee, Fleisch kaufen wir ihm nicht ab. Und anscheinend nur die Waffen, die wir ihm verkauft haben. Ja.